Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen auf Mystica TV. Auch in diesem Video geht es um Heilung. Kein Wunder, denn ich habe einen großartigen Heiler bei mir, der sagt, ich bin gar kein Heiler, ich bin Kanal, ich bin ein Wegbegleiter. Gianni Balducci, ich grüße dich. Hallo. Ja, hallo, Thomas, hallo, liebes Publikum, dass Wunderbar. Ich da sein darf. Ja. Freue mich sehr. Wir haben im ersten Teil deine faszinierende Geschichte, deinen Werdegang erfahren, wie es dazu kam, dass du heute heilend tätig bist. Und in diesem zweiten Teil sprechen wir ein bisschen darüber, wie du tatsächlich wirkst und erleben auch so ein bisschen deine Botschaft. Und das Ganze könnt ihr erleben auf Mystica TV. Viel Spaß. Ja, Heilung. Grüß dich, Gianni. Hallo, Thomas. Du hast mich und ich glaube auch die Zuschauer erstmal sehr berührt und begeistert, durch deine Gabe erzählen zu können. Aber es ist eben nicht nur irgendeine Erzählung gewesen, sondern dein Werdegang als auf dem Weg hin zu Gott und hin zu deiner heilenden Tätigkeit hast du so ein bisschen uns erzählt. Und heute bist du also tätig für andere Menschen. Wesenheiten wirken durch dich. Magst du das mal so ein bisschen beschreiben, was da geschieht, wenn du mit Menschen arbeitest? Also meistens ist es so, dass Menschen zu mir kommen, weil sie ja, vielleicht gerade in einer schwierigen Lebenssituation sind. Es gibt auch Menschen, die kommen aus Neugierde, erlebe ich auch. Wenn sie, aber meistens ist es so, in einer Lebenssituation, die nicht ganz einfach ist oder in einer Krankheit. Meistens verläuft es ziemlich ähnlich ab. Also am Anfang gibt es ein Gespräch. Man redet miteinander. Was ich immer wieder spüre, ist unglaublich, von den Kräften, die wirken, ist dieses unglaubliche Verständnis. Das Verständnis für die Person, die da ist. Weil, ja, es ist ja schon nicht einfach für die Person. Und ich sehe es so, wird eine unglaubliche Brücke gebaut. Und eine Brücke ins Herz, dass nichts falsch ist, aber auch nichts Richtiges. Es ist im Moment so, wie es ist. Und dort, während dem Gespräch, darf dann auch die Person Fragen stellen. Manchmal eben auch, wie sie vielleicht anders damit umgehen könnte. Und dann erlebe ich halt immer wieder, dass diese Kraft, diese Liebe, dieser Ausdruck sich immer wieder offenbart und zeigt, Möglichkeiten schenkt, wie man vielleicht das anders anschauen könnte. Vielmals dort eben auch immer wieder das Thema, wo die meisten drin sind, mit diesem Annehmen im Leben. Und eben auch dieses Respektieren, weil, ja, annehmen. Wenn ich nicht annehme, wo ich drin bin, ist es schwierig, dass ich weitergehen kann. Aber annehmen ist nicht einfach so, ich habe es akzeptiert, ist wirklich mal dazu zu stehen. Das ist die Realität. Es ist so, wie es ist im Moment. Und dort diesen Prozess zu fördern. Aber es braucht immer Prozesse. Das heißt, wenn jemand kommt, ich weiß schon, ich habe das auch schon erlebt, dass jemand reingekommen ist und er ist raus wie neu. Aber das hätte man gern. Ja, ja, das hätte man schon gerne. Aber das hat ja nicht nur mit mir, also mit mir hat das gar nichts zu tun selber, weil das hat ja mit der Geschichte zu tun, wo die Person drin ist. Ja. Und ob sie jetzt bereit ist, ihren Weg zu gehen. Sich dann nach und nach zu lösen. Diese Bereitsein, das ist das Wichtigste, weil der Schlüssel, wo die Kraft auch immer wieder sagt, ist die Bereitschaft. Die meisten Menschen wollen ja. Und wenn ich bereit bin, erkenne ich mir, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Dann gehe ich davon aus, ich gehe in, es ist schon da. Wenn ich will, es ist noch nicht da, ich brauche es. Und das ist der Unterschied. Und dort wird sehr stark unterstützt, diese Bereitschaft zu fördern. Dann ist es so, dass es... Ganz kurze Frage, wenn du sagst, du hast zu Beginn gesagt, es entsteht so ein Verständnis für die Menschen. Ist das in dir? Siehst du dann ganz viel, was mit den Menschen geschieht? Oder wird es dir eher gegeben? Es wird oder? Mir gegeben. Ja. Ich sehe gar nichts. Es wird mir gegeben, das, was sein darf. Ich spreche, aber für mich sind diese Einzelsitzungen immer sehr spannend, weil ich weiß, wenn jemand kommt und wenn jemand geht. Dazwischen weiß ich fast nichts mehr. Oh, wow, okay. Du bist da ganz weg mit einem Wachbewusstsein. Ich bin hier, aber es ist wie so, ich bin hier, aber ich bin nicht hier. Ich höre mir selber zu, ich staune, ich staune an mir selber, was da geschieht. Und es geschieht einfach das, was geschehen darf. Und das schenkt mir aber auch die Unterstützung im Moment für Situationen, die nicht ganz einfach sind. Weil ich erlebe viele Situationen, wo Menschen am Schmerzen drin sind. Wenn man dort zu tief reingeht,
kann es sehr schnell sein, dass man eben auch die ganze Geschichte übernimmt. Mhm. Ja. Und dort habe ich einfach, das, was ich einfach immer wieder spüre, ist dieser unglaubliche Respekt in mir. Also ich rede hier nicht von einem menschlichen Respekt, von einem universellen Respekt in allem. Und der schenkt mir die Möglichkeit, um zu beobachten. Mhm. Und aus dieser Beobachte beobachte ich mich, wie es arbeitet, aber ich beobachte auch die Person und es darf einfach geschehen, das, was sein darf. Und dann kommen eben auch Impulse, wenn die Menschen fragen, bekommen sie Antworten dafür. Mhm. Manchmal, wenn sie bereit sind, auch Sichtweisen, eben in einem Verlust, nicht immer ganz einfach, in einem Verlust, wenn jemand verliert, vielleicht ein Kind, braucht es am Anfang eben mal Verständnis. Dann mit den Schritten, mit der Zeit geht man dort mehr und mehr weiter und je nach der Bereitschaft machen sie auch Möglichkeiten auf, dass vielleicht ein Leben auch weitergeht, weil es sind viele Menschen, kommen zu mir nicht aus der spirituellen Szene, wo kommen. Es sind, ich bin mit für die Menschen da, für alle Menschen da und das ist mir wichtig und manchmal gibt es Leute, die kommen und sagen, so, komm rein, ich habe Schmerzen, ich will, dass die Schmerzen weggehen. Man sagt, ja, wir können schauen, was wir machen können, aber ich kann dir nicht garantieren, dass es weggeht. Mhm, auch wichtig, weil ich weiß, es ist eine Geschichte, aber wenn du bereit bist, mit dieser Geschichte anzuschauen, weiß ich, dass mehr gehen könnte als sonst. Weil Linderung, das weiß ich, wenn es sein darf, geschieht es immer. Aber manchmal ist es ja auch wichtig, ein Schmerz ist ja auch nicht einfach ein Schmerz, diese Geschichte auch zu respektieren. Das heißt aber manchmal bist du vielleicht auch in der Situation, dass du siehst, du kannst da gar nicht viel tun, weil die Bereitschaft nicht da ist oder so. Es ist so, also man kann immer etwas machen, weil die Kräfte, die wirken, sie sehen ja den Menschen aus einer anderen Perspektive. Sie sehen ja nicht nur das, was jetzt da ist. Sie sehen die ganze Geschichte, die dazu geführt hat, wie es jetzt ist. Sie sehen, wie es jetzt ist. Durch die Wahrnehmung, wo der Mensch jetzt drin ist, projiziert er schon in der Energie, wie es weitergehen könnte. Sie sehen das auch. Sie sehen diese Geschichte auch. Sie sehen den ganzen Seelenplan. Sie sehen die Wahl. Sie sehen aber auch, was gewesen ist vor diesem Leben, was sein könnte nachher. Mhm. Und aus diesen Perspektiven sind es ganz andere Antworten. Und dort integrieren sie durch das diese Möglichkeiten. Mhm. Und manchmal ist es auch so, dass vielleicht für die Person, die da ist, im Gespräch jetzt, oder wenn sie sprechen, sind sie vielleicht noch nicht so bereit, aber durch die Kraft, die wirkt, dort bei ihnen unterstützt werden kann, auch in Thematiken, um loslassen zu können. Werden Bewusstseinsprozesse begleitet. Bewusstseinsprozesse werden initiiert. Interessant, Und auch eben auch dort sehr viel mal eben auch um Loslassen von Geschichten und ganz wichtig, auch um vorzubereiten. Mhm. Weil sie sehen ja auch, ich meine, das ist etwas, was viele vielleicht nicht wissen oder vielleicht auch nicht verstehen können. Wir gehen ja nicht einfach oder wir kommen einfach. Also wir haben uns einen Weg gegeben und das heißt, in diesem Weg kann es möglich sein, dass wir Zeitfenster offen gelassen haben, um uns die Wahl zu schenken, um hier zu bleiben oder zu gehen. Aber das sehen Sie ja. Es gibt bestimmte Punkte, die sind vorherbestimmt, vorher abgestimmt mit der geistigen Welt. Ja. Und dort sehen Sie dann eben auch die Möglichkeit, wie Sie jetzt unterstützen können, wenn Sie vielleicht, Sie sehen ja vielleicht, dass dann vielleicht bei jemandem der Partner oder der Freund oder ein Kind bald geht und dann unterstützen Sie schon in der Vorbereitung darauf, schenken Sie Kraft. Ach. Schenken Sie Kraft für den Moment, wenn der Mensch in diesem Schritt drin ist. Ja, wunderschön nicht allein zu hören, dass wir eigentlich immer begleitet sind. Wir sind immer begleitet. Ja. Obwohl wir eben als Menschen in dem Moment das wir uns allein wahrnehmen. Nicht wahrnehmen, weil wir machen einfach zu. Ja. Aber wenn wir bereit sind dort, dann kann sehr vieles gehen. Dann kann sehr vieles gehen, Und dann, nach dem Gespräch ist es so, dass meistens die, also manchmal ist es auch nur ein Gespräch, weil manchmal braucht es vielleicht das Gespräch. Ah, okay, ja. Manchmal erlebe ich, dass Menschen reinkommen, kann sich gerade hinlegen. Es hat eine Liege, kommt immer auf den Prozess, wenn jemand dran ist. Aber im Normalfall so ist es so, dass zuerst sprechen wir und dann kommt der zweite Teil, dann legen sich die Menschen auf die Liege und dann arbeiten die Wesen, die durch mich wirken, pflegen die Person, die dort ist. Sie pflegen, sie schenken eine Pflege. Es ist ja nicht ein Wegnehmen, es ist ein Impulse schenken für Veränderung, dass mit Wandlung geschehen kann. Ja. Und je nach Umstand gibt es eben auch die Reaktionen. Am Anfang habe ich mich auch immer gefragt, warum reagieren Menschen mehr oder weniger? Liegt das an mir oder nicht? Ich meine, die erste Erfahrung, die ich machen durfte, war die erste Person, die zu mir gekommen ist, die wurde ja gebracht. Auch durch eben so Zufälle, wo die keine sind. Weil es braucht keine Werbung. Einfach. Wenn der Moment da ist, dann wird gegeben. Und bei dir ging, die hatte Krebs und Krebs, der Krebs war weg. Die zweite Person mit Krebs kam, der Krebs war nicht weg. Und dann habe ich mich auch immer gefragt, was ist, aber es sind verschiedene Geschichten, wo drin sind. Ja. Fragst du dann selber die Wesenheiten, um das besser zu verstehen? Oder wie wächst in dir so die Erkenntnis? Eigentlich ist es so, dass ich
Für mich ist es am schönsten, wenn ich gar nichts weiß. Desto weniger, dass ich weiß, desto einfacher ist es, weil ich bin ja auch ein Mensch. Wenn ich sehe, dass jemand reinkommt und leidet. Und du kriegst die ganzen Geschichten mit und fühlst es vielleicht auch mit. Dann kommen auch die Programme, ich will doch dieser Person helfen. Ja. Aber helfen bedeutet verändern wollen. Mhm. Und das heißt aber, nicht falsch verstehen, das ist eine Manipulation. Weil dann greife ich ein in die Geschichte von jemandem. Ach so, und das möchte ich nicht, weil es soll bedingungslos sein, im Moment, wie es sein soll. Und sie wissen das. Sie wissen das und sie machen das. Ich gebe mich hin als Brücke und den Rest schauen wir, was geschieht. Und dann arbeitet es, manchmal spricht es, manchmal nicht, spricht auch andere Sprachen, manchmal singt es, manchmal ist es einfach still. Es geschieht das, was geschehen darf. Mhm. Es sind teilweise kurze Berührungen, aber der größte Teil ist eigentlich im energetischen Bereich, wo dort ist. Ja. Das war auch nicht einfach, das mit dem umzugehen, weil in den Jahren habe ich auch etwas erlebt, das sind Energien zu mir gekommen. Und dann haben diese Energien mir auch gesagt, weißt du, du könntest in meine Energie gehen, wenn jemand kommt, und dann könntest du mich rufen und dann würde ich durch diesen Menschen gehen und der, der nicht läuft, würde wieder stehen können und laufen. Und das war eine unglaubliche Versuchung. Wow, ja. Und die Versuchung war sehr groß. Und jetzt nicht nur diese Energie, in anderen Formen auch. Aber es kam dann wichtig in mir hoch. Und auch ich habe mich dann auch im Gespräch mit einem lieben Freund, eben mit Alexander auch mal gesprochen, gesagt, und hat gesagt, schau, du weißt es in dir, schau es mal an. Und er sagt, ja, ich spüre jetzt, es sollte sich bedingungslos sein. Genau, so ist es. Bedingungslos ist nämlich das, wenn ich jetzt diese Energie holen würde, dann würde ich ja das verändern wollen, und das geht es nicht. Darum ist es wichtig, wenn man bedingungslos ist, dann muss man keine Energie holen. Wenn man bedingungslos ist, dann wirkt diese Energie, die wirken darf. Also dann im Zweifelsfall lieber mal wieder beten und wieder dein Wille geschehe. Beten ist sehr wichtig. Beten ist auch wichtig, auch immer wieder für die Momente, vor allem auch die Stille. Aber im Moment der Pflege, da wirkt es. Das ist für mich wie, am Anfang habe ich das erlebt, eben wie im ersten Video schon erzählt, die Winde, die reinkommen. Und heute spüre ich, ist das da immer. Und durch diesen Gehen fängt das an zu wirken und arbeitet dann. Und es geschieht das, was geschehen darf in dem Moment. Schön. Ja, wunderbar. Vielen Dank fürs Beschreiben. Jetzt hören uns die Menschen zu und denken, boah, wir müssen alle zu Gianni, dann werde ich geheilt. Aber jetzt kommen wir zu deiner Botschaft, denn du sagst ja, den eigenen Weg der Liebe gehen, das können wir alle für uns auch machen. Wir werden ja begleitet und wir können Heilung erfahren, auch ohne einen Heiler. Und deswegen bin ich jetzt einfach gespannt auf deine Botschaft, was ich da vermitteln möchte, und ich freue mich drauf und lass mich auch auf ein Abenteuer ein, weil ich gar nicht so genau weiß, was du erzählst, aber ich fühle, dass es gut sein wird. Also es ist ja so, also ich habe ja selber etwas erlebt an mir, was unmöglich war, dass es wieder möglich sein könnte, darf. Warum ich es erlebt habe, ist auch kein Zufall. Heute weiß ich es. Wir machen mal eine Klammer auf, dass es vielleicht ein Leben vor diesem Leben gibt. In meinem Leben vor diesem Leben durfte ich etwas erleben. Ich konnte das einfach nicht verstehen. Und ich habe es nicht nur einmal erlebt, immer wieder, und ich konnte es nicht verstehen. In meinem Inneren konnte ich es wahrnehmen, aber ich wollte es ja verstehen wollen. Und das ging einfach nicht. Darum habe ich mir dann irgendwann mal gesagt, wenn ich wieder komme, möchte ich mir die Möglichkeit schenken, um es selber zu erleben, in mir, was ist. Also eigentlich ist es ja so, dass wir ja eigentlich alle auf dem Heilungsweg sind. Es gibt nicht jemanden, der heil ist und nicht. Wir sind die Heilung und das Leben schenkt uns die Möglichkeit, die Heilung auszudrücken. Jetzt, ich habe mich dann auch immer gefragt, ja, wie könnten wir dann den Menschen wieder die Erinnerung bringen? Weil seit es die Menschen gibt, wurde die Wahrheit, also die Wahrheit, hier bin ich immer sehr vorsichtig, aber eine der Wahrheiten wurde immer wieder offenbart, wo den Menschen Möglichkeit geschenkt haben, dass Wandlung geschehen darf. Nur man hat immer wieder es auf die Seite gelegt, man wollte es nicht haben und hin und her. Und es war spannend, dass durch die Arbeit, die ich machen durfte, diese Liebe, diese unglaubliche Demut und Hingabe auch zu Gott oder die Göttin, wie ihr es nennen wollt, die Schöpfung, weil für mich ist es nicht männlich und weiblich, es ist das Absolute in allem, wo immer überall ist. Und ja, kam es Anfang Jahre, war spannend, kam diese Zeit und dann, ich bekam so diesen Impuls um diesen Rückzug. Aber ich habe mir diesen Rückzug, schon vor Jahren kam dieser Impuls immer wieder so stark, aber wie man halt ist, gibt man sich diesen Impuls nicht. Also geht man dem nicht nah. Was habe ich dann gemacht? Und er sagt auch, ich möchte das unbedingt.
ich möchte einfach mal 10 Tage oder 7, 8 Tage einfach mal total in der Stille wieder für mich zu sein und den ganzen Tag nur beten. Mhm. Meditieren und beten und meditieren. Und dann hat mir das, mir Gott diese Möglichkeit geschenkt. Ich bekam dann am Anfang Jahr Corona. Und für mich ist Corona ein Geschenk für die Menschen. Mhm. Weil ich weiß, kommt immer darauf an, wo man drin ist. Für viele hat es eben auch eine Auszeit geschenkt. Ich sehe diesen Aspekt jetzt. Ja, ja, jeder hat es anders empfunden, aber nicht viele das andere, Menschen... Weil ich erlebe ja auch viele, die zu mir kommen, wo mit den Folgen von Corona... Genau, aber viele Menschen sind durch Prozesse geführt worden in dieser Zeit. Und dieser Prozess hat mir eigentlich diese Möglichkeit geschenkt, diese Tage voll in diesen Rückzug zu gehen. Und dort durfte ich wirklich diese Offenbarung wieder sehr stark bekommen in mir. So, es ist Zeit, jetzt... Geh raus und erinnere die Menschen wieder, dass sie die Wahl hätten, wie sie ihren Weg gehen können. Es ist ein Unterschied, ob man den Weg des Lebens einfach geht oder achtsam anfängt zu wählen, wie man ihn lebt. Mhm. Und wenn man anfängt, vielleicht mal dort in Impulsen mit, wie könnte ich diesen Weg gehen, dieser Impuls gegangen, der eigene Weg in Liebe gehen. Der eigene Weg in Liebe gehen bedeutet, mal anfangen mit sich selber. Mit sich selber. Wer sich selber nicht liebt, der wird auch nie mehr jemand anderen lieben können. Und dort eben anfangen, diese Prozesse in sich zu bearbeiten. Also immer wieder, es ist ein Ausgleichen. Nicht etwas zu verändern wollen, es anzunehmen. Aber vielleicht aus einer anderen Seite anschauen, dass es sich verändern kann. Wie viele es auch so machen. Ich erlebe das immer wieder, dass sehr viele kommen, kannst du mir nicht helfen, dass dieses Muster weggeht. Oder dieser Glaubenssatz, wo mich sagt, ja, das könnte man, diesen Weg könnte man gehen. Aber vielleicht gäbe es ja einen anderen. Was wäre, wenn wir es nicht weghaben wollen, es integrieren in der Form, aber uns bewusst werden, ich will nicht diesen Glaubenssatz weghaben. Ich bin jeden Glaubenssatz, der existiert, existieren wird und existiert hat. Aber alle sind gleichwertig, auch dort das anzunehmen und zu respektieren, dass das auch sein darf, dann gleicht es sich langsam aus. Und dann werde ich die Möglichkeit bekommen, dass ich dort auch weitergehen kann. Die meisten Menschen sind ja gesteuert vom Rechten und vom Linken, gut und schlecht. Aber das sind doch einfach nur Aspekte. Ja. Und das ist gerade ein spannender Punkt, weil da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen. Wenn du sagst, sich selbst lieben, da sagen jetzt manche, nein, man soll vor allem Gott lieben. Und aber trotzdem, wir sind ja auch ein göttliches Wesen. Und dann sagen wieder andere, ja, schon, aber wir haben ja einige ungute Eigenschaften, die auch zu lieben, nein, die wollen wir doch loswerden. Also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Denkweisen. Das ist das Thema, wo die meisten drin sind. Aber das ist nämlich das. Also schauen wir es mal so an. Wir Menschen, wir sind eigentlich, kein Mensch ist perfekt. Perfektion existiert nicht. Das ist ein Konstrukt, wo Menschen erschaffen haben. Aber, auch wenn das jetzt schwierig ist, vielleicht zu verstehen, jeder Mensch ist vollkommen. Mhm. Vollkommen heißt, wir tragen in uns schon alle Aspekte. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Aspekten um? Bin ich in meinem Gleichgewicht mit allen Aspekten? Schenkt mir das Gleichgewicht, dass es fließen darf? Ach schön. Ja. Wenn ich nicht im Gleichgewicht bin mit etwas, dann bin ich in einem Ungleichgewicht. Wenn ich etwas nicht haben will, dann ziehe ich es an. Mhm. Das, was ich unbedingt haben will, bekomme ich nicht, weil ich es blockiere. Dort auch drin. Ja. In uns, eigentlich diese Aspekte, wo wir erleben, die haben wir in uns. Nur die meisten Menschen sind nämlich gesteuert vom Alltag, wie sie den Alltag erleben. Wir erleben hier ein Leben in der Form der Dualität. Aber was wäre, wenn die Dualität nicht gegensätzlich ist? Was wäre, wenn die Dualität trotzdem verbunden sind und jeder Aspekt in der Dualität ein Aspekt der Vollkommenheit ist? Das Gleichgewicht in einen Aspekt, dass es auch sein darf, schenkt die Möglichkeit, es zu erkennen. Das heißt ja aber nicht, wenn ich in mir Aspekte erkenne, die vielleicht nicht dienlich sind, dass ich die, wichtig ist, dass ich die nicht verurteile. Ja. Ich kann aber sagen, diesen Aspekt darf auch sein, aber ich wähle einen anderen zu nehmen. Oder ich kann den, wie du schon sagtest, ja auch langsam verwandeln, dass es irgendwie vielleicht sogar zu einer Qualität wird, eine Eigenschaft, die ich zuerst... Genau, diese Qualität, aber vielleicht auch zu sehen. Also eigentlich, wenn ja alles, was existiert, ich nehme meistens das immer so, dieses Beispiel, also was existiert, ist wie ein Kreis, wenn man das anschauen würde, eine Kugel. In dieser Kugel sind alle Aspekte drin. Wie ich mit den Aspekten in der Kugel umgehe, das ist die Wahl, wo jeder Mensch selber hat. Und er darf diese Erfahrung machen. Wenn ich aber anfange zu erkennen, dass alles schon in mir ist
und alles auch sein darf, weiß ich aber auch, dass ich auch wählen kann, wie ich weitergehen möchte. Mhm. Und dann wird sich mein Leben anfangen zu verändern. Nur die meisten sind teilweise in einer Konsequenz von ihrem Leben drin. Und in dem Moment, wenn sie dort drin sind, kommen sie sehr schnell in die Verurteilung. Mhm. Das will ich und das will ich nicht. Aber sie wissen gar nicht, wenn sie das machen, sehen sie gerade in dem Moment wieder die Verurteilung. Und dann wird die Konsequenz schwieriger sein, um weitergehen zu können. Mhm. Wenn ich wirklich weitergehen möchte in meinem Leben, geht es nur, wenn ich bereit bin, mit meiner Geschichte weitergehen zu können. Ja. Und daher der eigene Weg. Genau. Das ist also wichtig, das wirklich zu respektieren. Das ist mein Weg, ich bin da. Und dann aber die Entscheidung, den Weg, wohin gehen, in Liebe gehen. Ja, in Liebe gehen bedeutet für mich, ich nehme kurz dieses Beispiel. Ja, gerne. Ich bin ja ehemaliger Gastronom. Und ich habe das ja immer wieder mal erlebt, dass ich teilweise Buffets machen durfte. Und ich habe sehr Freude daran gehabt, diese auch zu gestalten und alles. Aber nicht so Freude, als die ersten Gäste kamen. Weil die ersten Gäste haben mein Buffet innerhalb von einer Minute demoliert. Und ich war traurig. Ja, ja. Als ich sich diese Gabe gezeigt hat, irgendwann im Laufe der Zeit kam irgendwann der Impuls mit der Möglichkeit, erinnere dich mal, als du die Buffets gemacht hast. Jetzt versuchen wir es mal von einer anderen Seite zu sehen. Was wäre, wenn es gar nicht darum gegangen ist, was du gemacht hast für dort, dass du es machen durftest? Genau, aus welcher Motivation? Genau. Schön. Und dann bleibt es ja bei dir. Schön. Ja, ja, ja. Und auf einmal habe ich das mehr und mehr integriert. Und aha, aber wenn es ja so ist, dann kann ich ja auch anfangen zu wählen, wie ich meine Schritte machen möchte. Heute ist es so, dass ich manchmal für jemanden etwas koche. Mein Verstand würde kommen und sagen, für die Person machen wir das beste Gericht. Thomas, für dich mache ich das beste Gericht, das es gibt, dass du mit allen Sinnen, mit deinen Augen und alles, dass du nicht mehr, fast nicht mehr klarkommst, du schmelzt hin. Oh. Aber weißt du was? Nein, ich lasse es wieder los, weil es geht nicht um das. Es geht darum, wie koche ich es? Ich gehe einkaufen, wenn ich einkaufe, dann nehme ich mal die Lebensmittel. Mein Verstand würde mir sagen, wir machen das heute das. Nein. Ich fühle rein. Genau, was braucht es wirklich sein? Was braucht es? Dann ist es vielleicht ganz etwas anderes, als mein Verstand will. Wenn ich die Lebensmittel so gekauft habe, dann gehe ich nach Hause. Wenn ich zu Hause bin, dann fange ich noch nicht an zu kochen an. Dann setze ich mich hin, wäsche meine Hände, dann bete ich. Ich bedanke mich. Danke, dass ich heute kochen darf. Danke, dass ich meine Gaben und Fähigkeiten heute ausdrücken darf. Danke, dass ich auch für jemanden kochen darf, dass diese Person auch kommt. Danke für diese Lebensmittel, die gegeben sind. Und ich bedanke mich bei Gott für alles, was ich schon bekommen habe, was ist und was sein darf. Und dass er uns immer wieder unterstützt. Alle Menschen, alle Brüder und Schwestern, so wie hier auf der anderen Seite, in allen Planeten, in allen Universen und überall, wo wir drin sind. Wenn ich dort drin bin, dann bin ich in einer unglaublichen Vollkommenheit, in dieser Frequenz drin. Und dann fange ich an zu kochen. Was ich dann koche, was ist das Resultat von dem? Das ist die Liebe, die für jeden Teil, für jeden Aspekt während dem Kochen, in Achtsamkeit, wie ich etwas mache. Das wird im Essen sein. Es ist doch genau das Gleiche im Leben. Wunderschönes Beispiel, weil ich merke auch, dass ich so ein bisschen damit experimentiere. Ich habe ja so meine To-Do-Liste und verschiedene Sachen zu tun, alle möglichen Projekte und so. Und da gibt es Tage, wo ich einfach die Liste abarbeite oder das muss jetzt sein, weil das die schwierigste Arbeit, die mache ich zuerst. Und dann aber zum Unterschied, manchmal beginne ich jetzt schon mehr oder erinnere mich daran, dass es viel besser ist, mich eben auch hinzusetzen, hinzuspüren, für wen mache ich es, was ist das Ziel. Und was will jetzt wirklich gemacht werden? Und dann ist plötzlich so ein ganz leichter Flow. Und das ist der Unterschied. Also vielen Dank. Ich werde das noch mehr berücksichtigen in Zukunft. Ja, und was einfach ganz wichtig ist, wenn ich anfange, meinen Weg in Liebe zu gehen, das heißt, dann schenke ich mir die Liebe und den Mitmenschen. Weil meine Liebe ist die Liebe, wo ich in der Form des Respekts sehe, dass jeder Weg auch sein darf. Wenn ich den Weg in Liebe gehe ich meinen Weg, aber auch alle anderen Wege, weil alle auch sein dürfen. Ja. Und das schenkt uns aber wiederum, jeden Weg annehmen und respektieren zu können. An einen Ort zu gehen, wo Menschen in der Liebe sind, dort ist es einfach. Oder Menschen alle in der gleichen Meinung sind, ist es sehr einfach. Aber an einen Ort zu gehen, wo Menschen andere Meinungen haben, dort die Liebe zu offenbaren, geht in der Form, dass ich respektiere, so wie du es siehst, darf es auch sein. Deine Sichtweise ist auch eine Sichtweise. Wenn man so damit umgehen würde, baut man auch schon wieder Brücken. Und dann hätte man vielleicht die Möglichkeit auch, von diesen Möglichkeiten zu profitieren. Weil für mich gibt es eine Wahrheit.
Eigentlich. In dieser Wahrheit sind alle Wahrheiten enthalten. Meine Wahrheit und deine Wahrheit. Mhm. Aber ich weiß, wenn ich in meiner Wahrheit bin, weiß ich, danke vielmals für meine Wahrheit, aber ich weiß, es kann auch noch anders sein. So werde ich nie durch das Ego gesteuert, dass es nur das ist und das andere. So nehme ich eigentlich gerade in dem Moment die Kraft weg. Das Ziel ist ja auch nicht, wie viele vielleicht das gern möchten. Viele kommen und sagen, ja, hilf mir, das Ego weghaben zu wollen. Geht nicht. Weißt du warum? Das Ego hat auch seine Berechtigung. Aber wichtig wäre vielleicht dort, dass wir das Ego integrieren in den Weg, wo wir in Liebe gehen möchten. Dann kann das Ego uns Kraft schenken in dem Moment, wenn es dienlich ist. Weil manchmal braucht es vielleicht auf diesem Weg mal einen Kraftausdruck und sagen, so, und jetzt kommen wir miteinander, jetzt gehen wir. Und dann sind wir Brüder und Schwestern und dann integriert es. Und das ist die Einheit, die wir eben auch dort leben können. Aber was ich einfach weiß, ist das, durch die Sicht, die ich bekommen habe, ich habe mal die Frage gestellt, mich würde es mal Wunder nehmen, liebe Wesenheiten, wie ist es dann für euch, wenn ihr pflegt? Und dann durfte ich mal das von der anderen Seite beobachten, wie es ist. Und dann wurde ich traurig. Weil dann habe ich auf einmal gesehen, wie sie sehen ja die Geschichte und all das, und sie sehen, dass eigentlich jemand kommt und sie wissen schon, auch wenn er jetzt kommt und geht, er wird trotzdem nichts verändern. Ja. Aber ich habe auch unglaublich diese Liebe gespürt. Ich habe die Liebe so gespürt, es spielt keine Rolle, wie viel Mal dass sie kommen. Sie werden immer kommen. Und dann dort habe ich die Liebe Gottes gespürt. Weil Gott wird uns immer lieben. Und das, was die Menschen vergessen, wir lieben ja eine Person, weil wir sie sehen. Aber Gott hat die Menschen so stark geliebt und liebt sie und wird sie immer lieben, bevor sie waren, jetzt sind und danach, wenn sie gegangen sind. Und das ist das Unglaubliche, was ich eben auch immer wieder spüren darf. Und dort ist es, desto mehr, dass man in diese Liebe reingeht, kommt die Freude, kommt die Leichtigkeit. Und etwas, was geschieht, ist einfach das. Wir durchgehen ja verschiedene Prozesse. Es gibt 6 Realitäten eigentlich und eine 7. Eine Realität, wo wir hier erleben als Menschen, das ist die Realität der Manifestation, wo wir drin sind. In dieser Realität gibt es aber unendlich viele Dimensionen. Die Erde ist eine Dimension, aber es gibt ganz viele andere Planeten, wo andere Dimensionen sind. Dann kommt die nächste Realität. Die nächste Realität wäre die Realität, wo die Menschen als die geistige Welt kennen, das Jenseits, wo man hingeht, wenn man den Körper verlässt. Aber dann ist es nicht fertig. Weil dann fängt es erst spannend an zu werden. Dann kommen dann die nächsten Realitäten, die Realität der Engel. Viele würden dann es dann nennen die Realität der Meister. Dann kommen die Realität der Meister mit speziellen Qualitäten und dann kommt die Realität der Verschmelzung, der Vollkommenheit. Weil wir machen ja wie einen Durchlauf. Wir dürfen eigentlich in uns erleben, das Göttliche in der Offenbarung, wenn wir bereit sind, die Liebe zu leben. Wenn wir bereit sind, es zu leben, dann wird die Erde hier für uns der Himmel auf Erden sein. Und wir selbst sind ja auch mit all diesen Dimensionen verbunden. Das ist ja ineinander. Das ist ja das, was ja eigentlich ist. Wir sind ja nicht nur hier, wir sind ja ein multidimensionales Wesen. Und eigentlich ist es ja auch spannend, wenn viele ja manchmal sagen, sie sprechen mit einem Wesen oder dort. Sie sprechen ja mit sich selber, einfach an einem anderen Ort. Weil eigentlich gibt es ja nur ein Wesen. Es gibt auch nur eine Seele. Es gibt auch nur einen Geist. Aber dieser Körper ist vollkommen und schenkt unendlich viele Aspekte, die Möglichkeit, dass ausgedrückt werden. Genau das Gleiche. In der Seele, es gibt eine Seele, aber mit unendlich vielen Aspekten. Wenn wir aber uns erinnern an diese Verbindung, dass wir in der Vollkommenheit, in diesem Einten immer sind, dann wissen wir, dass es ja auch noch andere Möglichkeiten geben könnte für den eigenen Ausdruck, den wir gerade leben. Was ist der Schlüssel? Die Liebe. Wenn ich bereit bin, das ist dieses Beispiel, das habe ich auch im Film erzählt, ich möchte das schnell mitgeben. Genau, der Film heißt Den eigenen Weg der Liebe gehen. Johann Nepomuk Meyer. Genau, wo wir auch in der Schweiz und in Zypern mit ganz schönen Bildern auch dort drehen durften. Dort kommt dieses Beispiel. Wir Menschen sind eigentlich wie ein Tropfen. Jeder Mensch ist ein Tropfen. Alle Menschen zusammen oder alle Wesen, die existieren, ergeben den Ozean. Aber wir könnten den Ozean wahrnehmen. Aber das geht nur, wenn wir bereit sind, anzunehmen und zu respektieren, dass jeder Tropfen sein darf. Dann erleben wir nämlich die Verbindung in das Ganze. Und dann bekommen wir andere Möglichkeiten. In anderen Worten, jeder Mensch hat ein Bewusstsein. Wenn wir bereit sind, jedes Bewusstsein anzunehmen und zu respektieren, dass es sein darf, dann gleichen wir es aus, dann wird aus unserem Bewusstsein
eigentlich das universale Bewusstsein. Und das drückt sich nämlich dann aus, weil dann wird es bedingungslos. Das finde ich sehr spannend, weil normalerweise wird oft gesagt, um das wahrzunehmen, muss man sehr viel beten und meditieren. Aber bei dir nehme ich durchaus wahr, dass es auch erstmal um einen Bewusstseinsprozess geht. Nämlich zu erkennen, dass jeder seinen Weg hat und dass alles ein Weg ist. Und das hat auch schon auch mit einer mentalen Erkenntnis zu tun. Und dadurch entsteht aber eine Öffnung, oder? Ja, habe ich das so richtig verstanden? Genau, und vor allem auch zu sehen, das war auch die Frage, wo ich manchmal mit den Wesenheiten hatten, wo man sagt, ja, aber im Moment erleben wir ja, für sehr viele Menschen ist es im Moment eine Zeit, sie denken, jetzt wird alles aufgehen. Das ist schon so. Aber hier möchte ich etwas sagen. Wenn die Menschen warten, dass es aufgeht, dann wird es vielleicht nicht so kommen. Ja. Es wird dann aufgehen, wenn jeder den Weg geht. Und darum erleben die Menschen im Moment, die Wesenheiten sagen, das sind Jahre der Reinigung. Jetzt werden wir gereinigt, gereinigt. Mhm. Reinigung heißt, wir werden bewusst, aber manchmal ist es nicht einfach zu erkennen, in welchem Bewusstsein das ich bin. Man muss ja auch sagen, es gibt unterschiedliche Erwartungen. Viele Menschen haben das Gefühl, das geht jetzt zu Ende mit uns. Und andere haben das Gefühl, wow, wie du schon sagst, alles öffnet sich. Aber in Wirklichkeit ist es ein vielleicht so ein kollektiver Entwicklungsprozess. Voll. Und wir wissen nicht genau, wann und wie lange und in welche Richtung. Ganz wichtig, wir machen ja eine individuelle Erfahrung, aber wir machen auch eine kollektive Erfahrung. Ja. Aber hier ist es ganz wichtig, und das möchte ich jedem auch mitgeben, wartet nicht, dass das Kollektiv für euch euren Weg geht, weil dann wird das nicht funktionieren. Nehmt, fangt an, euren Weg zu gehen. Und wenn ihr bereit seid und wählt vielleicht in Liebe den Weg zu gehen, dann wird es ganz anders sein für euch. Jeder hat die Wahl. Jeder darf den Weg gehen, wo er eigentlich gerne möchte. Aber dass wir eben mehr und mehr dort das integrieren, diese Liebe mehr und mehr eben auch leben können. Und dann kam die Frage, ja, aber wie könnten wir diese Reinigungsprozesse fördern? Ich sagte, liebt so viel, dass ihr könnt. Steht am Morgen auf und liebt. Und liebt bis am Abend. Wenn jemand zu euch kommt und euch liebt, sagt danke vielmal und segnet diese Person. Wenn ihr jemanden erlebt, den ihr nicht liebt und ihr sogar verurteilt, segnet ihn zweimal und liebt ihn zweimal. Das heißt nicht, dass ihr die Taten von ihm durchleben müsst oder es gutheißen müsst, aber respektiert, liebt, weil dieser Ausdruck, das seid auch ihr. Wenn ihr diesen Ausdruck verurteilt, verurteilt euch diesen Teil in euch, dann könnt ihr es nicht ausgleichen. Es geht nicht darum, dass man jetzt gerade, wie viele es vielleicht möchten, in der bedingungslosen Liebe sein möchte. Fangt mal an mit Verständnis haben. Vielleicht sind wir dann irgendwann in alles dieser Liebe, werden wir wieder landen. Ja, wenn wir anfangen, unsere Wege zu gehen, dann werden wir die Unterstützung bekommen. Mhm. Wenn wir einen Schritt machen, sagen wir so, wir machen einen Schritt, Gott macht 10 Schritte in unsere Richtung. Ja. Aber den Schritt müssen wir machen. Wenn wir bereit sind, diesen Schritt zu machen, dann kommt es. Ich habe neulich, das fällt mir ein, ich habe neulich ein Bild gesehen, es gibt ja dieses berühmte Bild von Michelangelo, die Hand Gottes und der Mensch da unten. Und interessant ist jetzt Folgendes, habe ich neulich so eine Deutung gesehen, Gott streckt den Finger aus, er ist da. Und die Hand des Menschen ist so, dass er eigentlich, der Mensch muss sich nur entscheiden, da selbst hin. Also dieser kleine Schritt muss vom Menschen kommen und dann ist Gott da. Das fand ich so schön als Beispiel. Ich kann ja auch nur aus meiner Erfahrung sprechen, was ich erlebt habe. Und in meinen Erlebnissen war es so, ist wunderbar die Geschichte, die ich offenbaren darf. Aber dies, um die Menschen zu erinnern, dass es möglich ist. Mhm. Für das bin ich da. Aber im anderen war es ja da, dass eben ich bekam diese Botschaft ganz am Anfang, setz dich hin, fang an zu beten und du wirst sehen, was geschieht. Aber es brauchte Jahre, Prozesse wirklich es mal zu machen. Heute geht es sehr schnell. Und darum seid bitte nicht ungeduldig. Weil wenn ihr ungeduldig seid, ist es immer daran, wenn ihr sehr viele Erwartungen habt, wie es gerade sein soll. Versucht es mal so zu sehen. Wir haben Zeit in der Ewigkeit. Wenn wir Zeit in der Ewigkeit, dann geht schon mal der Druck von der Zeit weg. Und dann ist es eher eine innere Wahl, dann gebe ich mich hin. Und dann fängt an. Eigentlich braucht es nicht viel. Es braucht wirklich nicht viel. Es braucht, viele machen Seminare hin und her und alles. Ich gebe ihr das auch, aber dort möchte ich auch etwas sagen. Meine Seminare sind ja nicht da, dass Menschen etwas lernen. Weil wenn sie dort etwas lernen wollen, dann sind sie am falschen Ort. Ich kann sie nur erinnern, für das bin ich da. Ja. Weil das, was ja schon ist, ist ja schon in jedem von uns drin. Und darum kann man ja jemand auch erinnern. Aber es könnte eigentlich ganz einfach sein. Fangt an, mit euch ehrlich zu sein. So ehrlich wie möglich. Seid ehrlich mit euch selber. Wenn ihr mit euch ehrlich seid, dann werdet ihr auch ehrlich mit anderen Menschen sein. Macht eine ehrliche Arbeit. Respektiert, dass ihr diese Arbeit machen dürft. Die Arbeit ist sehr wichtig.
Egal welche Arbeit. Spielt keine Rolle. Ja. Es geht nicht darum, welche Arbeit, wie man arbeitet, wieder. Man kann ja die Schritte auch wieder in Liebe, dann offenbart man das eben auch dort. Schenkt euch immer wieder Momente, um die Schöpfung zu ehren und zu wertschätzen. Und wenn ihr mal Zeit habt, meditiert in die Liebe Gottes und dann werdet ihr die Gnade spüren. Wenn wir mehr und mehr das, gehen wir in eine Frequenz rein und in dieser Frequenz wird das Verständnis kommen. Dort werden wir sogar, was unmöglich ist, möglich machen können, weil es gehen Türen auf. Wenn wir aber es nur das wollen, was wir wollen, dann wird es schwierig. Wenn wir bereit sind, aber anzunehmen, dass es eine Vollkommenheit gibt, dass alles sein darf, dass alles eine Berechtigung hat, dann wird sich sehr vieles eben auch verändern können. Und wir sind im Moment in einem Prozess. Jetzt darf selber jeder wählen, wo er drin ist. Im Moment gibt es auch sehr viele Menschen, die diesen Prozess nicht aushalten, wo auch den Ausweg nehmen. Habt auch mit ihnen Verständnis. Verständnis ist sehr wichtig. Verständnis mit euch und mit anderen. Ein kurzes Beispiel. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern. Als Jugendliche oder im jungen Alter wart ihr mal eine oder zwei Nacht unterwegs, da ging es. Mögt ihr das noch verleiden? Der Körper konnte das noch verleiden. Jetzt ist es so, stellt euch mal vor, jetzt ist es nicht, wenn ihr jung seid, jetzt ist es wie jetzt. Wenn ihr, ich bin jetzt auch 43 Jahre, wenn ich eine Nacht nicht schlafe, merke ich es am nächsten Tag sehr gut. Was ist aber, wenn wir zwei, drei Wochen nicht schlafen? Das ist dort, wo der Mensch im Moment drin ist. Der Mensch ist in einer stetigen Überforderung, überall, wo wir drin sind. Und das heißt, wir sind von einer Krise gehen wir in eine andere Krise. Die meisten Menschen wollen es weghaben. Es geht aber nicht darum, dass wir es weghaben wollen. Es geht darum, dass wir uns eine Entspannung schenken in der Krise. Dass wir mit der Krise gehen können. Und dort können wir wählen, indem dass wir vielleicht anders damit umgehen. Nicht einen neuen Weg suchen. Einen anderen Weg. Es braucht nicht Vorbilder. Einfache Beispiele. Das ist sehr wichtig. Wunderschön. Das ist das, was wir eigentlich dort erleben. Und in der Arbeit mit den Menschen kommt das durch, eben in verschiedenen Formen. Also wunderschön, vielen, vielen Dank. Sehr ermutigend. Jetzt gibt es Menschen, gerade in der spirituellen Szene, die sind so, die haben so ein bisschen dieses Himmel- und Hölle-Kampf, diesen Kampfmodus sozusagen nach dem Motto, es gibt Kräfte, die wollen verhindern, dass wir ins Licht und in die Liebe kommen. Und manche Menschen haben auch Angst davor und erzählen sich das gegenseitig. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich dich reden höre, nein, egal, geht den Weg der Liebe und es spielt keine Rolle mehr. Also wichtig ist etwas, immer realistisch sein. Nicht in einer Traumwelt sein. Realistisch, wir sind hier auf dieser Erde. Das ist schon mal wichtig. Wenn ich bestätige, dass ich auf der Erde sein möchte, dann wird es schon mal einfacher sein, auf dieser Erde zu wandern. Wenn ich Mühe habe in meinem Leben, dann schenkt einem Leben wieder Leben. Dann ist es so. Für mich selber, das ist das Bewusstsein, wo ich immer wieder erlebe, gibt es nicht eine gute oder eine schlechte Energie. Es gibt eine vollkommene Energie. In dieser Energie ist es aber möglich, jede Frequenz wahrnehmen zu können. Die vollkommene Energie ist die Urschwingung. In dieser Urschwingung sind unendlich viele Frequenzen. Wir haben die Wahl, in welcher Frequenz, dass wir, wo wir uns eben auch ausdrücken und bewegen. Es gibt keine Zufälle, auch wenn das Leute denken, es fällt einem zu, weil wir in einer Resonanz mit dem und dem stehen. Aber wir hätten die Möglichkeit, diese Frequenz zu verändern. Ein Weg, diese Frequenz zu verändern, ist auch dort zu lieben, wo wir vielleicht im Moment noch nicht bereit sind. Warum? Oder wie könnte man das machen, wenn wir mal vielleicht die Möglichkeiten öffnen? Vielleicht nicht nur etwas sehen, wie jetzt hier, ich sehe diese Tasse und ich schaue sie einfach so an. Das ist meine Sichtweise. Dieses Bild, wo ich sehe, steuert mich, dass ich das so sehe. Das ist meine Definition. Wenn ich mal nur schon die Möglichkeit habe, es könnte aber auch anders sein, und die Offenheit schenke, öffne ich eine Tür. Wenn ich das mache, was passiert? Ich bin nicht nur in meinen Programmen gefangen, es könnte auch anders sein, haben meine Programme nicht gern, weil sie wollen ja kontrollieren. Dann geht aber ein kleines Lichtfenster auf. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn der Himmel dunkel ist und dann geht irgendwo der Himmel auf und ein Lichtstrahl kommt rein? Das geschieht dann mit jedem Menschen. Im Lichtstrahl kommen dann Impulse rein. Die Frage ist, ob wir bereit sind, diese Impulse anzunehmen. Manchmal braucht es auch seine Zeit. Desto mehr, dass wir aber die Wahl fördern, desto mehr öffnet es sich, desto mehr öffnet es sich, desto mehr nehmen wir wahr. Und dann erleben wir, dass wir in einer Geschichte sind. Und diese Geschichte hat auch seine Berechtigung. Wenn wir die letzten Tausenden von Jahren uns so verhalten haben, dann ist das das Resultat. Wir können nicht jetzt das Resultat nicht haben wollen. Weil dann würden wir ja nicht mit der Geschichte gehen können. Und dann kann es sich auch nicht verändern. Darum braucht es immer wieder, auch dort manchmal vielleicht im Leben, wo wir vielleicht nicht wollen, auch dort Schritte machen zu können.
Kennt ihr vielleicht dieses Beispiel 5:05? Wir müssen jetzt aufpassen, sonst ist es bald 12. Es ist schon lange 1:30. Wir erleben die Konsequenz. Mhm. Ich meine, wenn wir rausschauen, würden wir in der Einigkeit mit der Natur leben, würden die Menschen den Himmel auf Erden leben, machen wir es? Nein. Jetzt ist es wichtig, wenn ihr aber seht, dass andere Menschen es nicht mehr, verurteilt sie nicht. Seid ein Beispiel, lebt ihr danach. Weil dann schenkt ihr anderen Menschen, wie es vielleicht sein könnte. Und darum geht es. Liebt so viel, dass ihr könnt. Dort, wo ihr Widerstände habt, ändert eure Perspektiven, schenkt euch Möglichkeiten, dass ihr auch dort die Vollkommenheit wahrnehmen könnt. Weil ich sehe immer nur die Liebe in allem. Warum? Weil ich bereit bin, auch jede Geschichte zu respektieren, dass sie auch so sein kann. Dann werde ich nicht gesteuert von meinen Programmen und Mustern. Aber das zu leben, ist nicht immer ganz einfach. Ich bin auch ein Mensch, ich erlebe auch meine Situationen. Aber was ist? Ich meine, wenn ich heute denke, vor 10 Jahren hätte ich in manchen Situationen vielleicht monatelang wäre ich dort drin gewesen. Heute geht es vielleicht noch ein Tag oder ein paar Stunden. Aber was mir hilft, ist immer, wenn es schwieriger wird, setz dich hin. Ich setze mich hin. Ich bete. Ich fange an zu beten. Ich gebe nicht ab. Das ist wichtig. Nicht abgeben, weil das machen sehr viele. Ich gebe ab. Nein. Ja. Ich bitte um Kraft und Unterstützung, dass ich weitergehen kann. Damit ich selbst diesen Weg immer lieber voran. Jede Situation kann. Ist ja da. Und das Leben ist halt, viele wünschen sich so ein Leben, immer die schönen Momente. Aber das ist nicht das Leben. Das Leben ist up and downs. Aber schön ist in diesen up and downs, wenn ich in einem guten Moment bin, dass ich auch demütig bin und sage, heute geht es mir gut, aber ich weiß, es könnte mir auch nicht gut gehen. Und darum respektiere ich und wertschätze immer das, was ich habe. Dann mache ich schon den Prozess, wenn es mir nicht so gut geht, schon vorrangig. Wenn es mir aber nicht gut geht, weiß ich, heute geht es mir nicht gut und ich bedanke mich auch für das. Aber ich weiß, auch das kann sich verändern und mache schon wieder den Prozess. Wichtig ist, diese Prozesse mehr zu integrieren. Es gab mal ein Wesen, wo hier auf dieser Erde gewandelt hat. Also es gab ganz viele, aber dieses Wesen hat ein unglaubliches Bewusstsein. Ich muss immer lachen, wenn dieses Wesen auch kommt. Ich nehme es immer mit dieser sehr starken Weisheit wahr. Dieses Wesen setzte sich unter einen Baum und sagte so, ich stehe erst wieder auf, wenn ich frei bin. In seinem Prozess erkannte es, dass eigentlich, es spielt immer eine Rolle, wie ich etwas anschaue. So reagiere ich auch. Wenn ich aber erkenne, dass ich auch nicht nur sogar auch das, was ich erkenne, dass man das auch immer wieder anders anschauen kann, fördere ich die Weisheit in mir. Durch diese Weisheit gibt es einen unglaublichen Raum, der aufgeht von Freiheit. Diese Freiheit ist eigentlich das Höchste, das man erleben kann. Dann merkt man, dann hört das Leiden auf, weil dann weiß man, okay, alles, was ich erlebe, hat ja immer mit mir zu tun. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Identifiziere ich mich mit dem im Außen, dann wird es schwierig. Das kann ich doch gar nicht verändern. Ich habe gar keine Möglichkeiten. Das Einzige, was ich habe, ich kann es in mir verändern. Sonst geht es nicht. Spannend war ja das gleiche Thema bei der Impfsituation. Da kamen alle geschossen, von allen Seiten. Also die, die sich nicht impfen wollen und vor allem auch die, die sich impfen lassen wollen. Und am Anfang wollte ich mich nicht äußern, weil es war noch nicht der Moment. Aber bei einem Seminar kam auch jemand und dann fragt, so, und jetzt will ich von dir eine Antwort haben. Immer so diese Antwort, wo die Menschen haben wollen. Und sie hat dann die Antwort bekommen. Das war aber nicht die, die sie wollte. Die Antwort war ganz einfach. Sorgt euch nicht, was in euch kommt. Sorgt euch, was von euch rauskommt. Weil in euch hättet ihr immer die Möglichkeit, das ausgleichen zu können, wie ihr damit umgeht. Wenn man bereit ist, sogar das Gift zu vollkommen, das Gift vollkommen zu sehen, würde das Gift nicht Gift sein, es würde vollkommen sein. Dann würde im Gift auch alle anderen Aspekte sich zeigen können. Dann wäre eine andere Reaktion. Aber das ist das, was sehr viele Menschen nicht sehen, weil sie nicht bereit sind, weil sie in ihren eigenen Programmen der Wertung sind. Für sehr viele Menschen, die etwas Gut und Böse sehen, bitte nicht falsch verstehen, das hat mit euch selber zu tun, das hat mit euren Anteilen in euch selber zu tun. Weil ihr im eigenen Kampf seid, seid ihr im äußeren Kampf. Wenn ihr bereit seid, das Rechte und das Linke, das Gute und das Schlechte anzunehmen, zu respektieren, wird es euch die Möglichkeit schenken, in welche Richtung das ihr gehen möchtet. Dann könnt ihr durchlaufen. Sonst nicht. Sonst ist man immer wieder in diesem Ungleichgewicht. Aber wir Menschen haben diese Gelegenheiten. Wir haben diese Gelegenheit und jetzt ist der Moment, nicht morgen. Fangt nicht euren Weg morgen an. Drückt ihn heute aus. Weil was ihr heute macht,
das ist das Resultat von morgen. Und das ist sehr wichtig. Und dort können wir wählen, ob wir einfach unseren Weg gehen wollen oder vielleicht ist da nur eine Möglichkeit. Ich bin nicht hier und sage, das ist die absolute Möglichkeit. Weil das ist eine der unendlich vielen Möglichkeiten. Aber diese Möglichkeiten könnte sehr entspannen und Möglichkeiten schenken, dass ich es eben auch öffnen darf. Jeder darf selber wählen. Ich danke dir sehr. Sehr, sehr schön, sehr berührend. Ich habe jetzt einfach nur zugehört. Ich muss manchmal darauf achten, dass ich nicht immer nur nicke, weil ich so begeistert bin. Dieses Nicken kommt nicht so gut vor der Kamera, aber egal, so ist es nun mal. Ich danke dir sehr, da war sehr viel dabei und eine unglaublich schöne Ermutigung für den Weg der Liebe. Das berührt mich und das erinnert, glaube ich, an uns alle, an das wirkliche Potenzial in uns. Aber einfach in der spirituellen Welt höre ich immer wieder Licht und Liebe. Mhm. Nein, für mich Vollkommenheit. Alles andere hat auch Platz, weil sonst wird es schwierig. Ja, 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 ja. Weil sehr viele, das ist eben dieses wie jetzt in der letzten Zeit, durfte ich das auch hören, weißt du, ich will keine Energie mehr in das geben. Ja, ja, ja. Wenn ihr merkt, schon dass ihr im Gleichgewicht seid, dann spielt das keine Rolle mehr. Wenn ihr etwas nicht haben wollt, dann seid ihr nicht im Gleichgewicht. Schön. Und das ist sehr wichtig. Darum ist es auch mal dorthin zu schauen. Das ist wie das, manchmal haben wir ja auch, gibt es sehr viele, ich schaue keine Nachrichten mehr und sage, warum? Ja, ich will mich nicht beeinflussen lassen von diesen Medien, wo alle manipuliert sind. Und sage, es geht doch gar nicht um die Medien, wo manipuliert sind, es geht um die Reaktionen in dir. Mhm. Wie gehst du damit um? Ja. Wenn du immer nur in das Licht schauen möchtest, wirst du gar nicht wissen, wie deine Reaktionen auch sein könnten. Darum ist es ja auch wichtig, dass wir Menschen auch immer wieder unseren Spaziergang machen. Mhm. Auf der Erde. Viele wünschen sich ja am liebsten nur eine Gemeinschaft immer in der Harmonie, dann sind sie in einer Blase. Und dann kann es auch sehr schnell langweilig werden. Nicht nur das, dann kommen sie mal raus und dann ist jemand anderes Meinung und dann sind sie in den Reaktionen. Mhm. Geht raus. Dort, wo Menschen andere Meinungen haben, dort könnt ihr eure eigene Kraft fördern. Wenn ihr bereit seid, das auch zu sehen, das seid ihr auch hier. Das sind ja auch wir. Und desto mehr, dass man es respektiert, desto mehr erkennt man es. Und dann fängt man auf einmal an zu verstehen, aha, ich verstehe es, warum man so ist. Und wenn man das Verständnis gibt, dann gehen wieder Brücken auf. Hm. Es gibt ja viele, sie kommen und sagen mir, weißt du, erzähl mir vom Himmel, wie es dort ist. Mhm. Aber schaut. Den kennt ihr alle, zwischen den Leben seid ihr auch dort. Ja, oder? Das ist erstens mal das. Ja. Erstens ist es mal das, weil wir ja alle von dort sind. Aber es ist doch wichtiger, dass wir erkennen können, wie wir in diesem Leben umgehen können. Mhm. Weil wenn wir hier es nicht verstehen, wie wollen wir das andere verstehen können? Ja, ja. Aber wenn wir mehr und mehr hier auf der Erde im Verständnis, in der Liebe gehen, dann wollen wir den Himmel nicht verstehen wollen. Wisst ihr warum? Weil dann drückt ihr den Himmel aus. Mhm. Dann offenbart ihr den Himmel in dem Moment. Alles klar, das üben wir, das machen wir. Mhm. Seid ihr dabei? Alles Liebe euch. Ich danke dir. Danke euch. Mhm.